Ich war eigentlich auf dem Arbeiten mit dem Velo, also auf dem Heimweg. Plötzlich habe ich gehört, dass jemand Hilfe ruft. Dann habe ich gestoppt davor, da, an der Strasse. Herumgeschaut und gesehen, dass irgendetwas nicht stimmt. Ich bin dann mit dem Velo hintergefahren zum Auto. Und dort haben die zwei Frauen sind dort gestanden und gerufen: Zu Hilfe, zu Hilfe. Da habe ich zuerst gedacht, es war ein Autounfall. Ich habe zum Auto reingeschaut, habe gesehen, es ist eine Frau drin gesessen, blutüberströmt und ein Mann nebenzu. Zuerst dachte ich, er will ihr helfen. Und dann hat die eine Frau gerufen, passet auf, er hat ein Messer. Und dann habe ich dann schon langsam realisiert, was passiert ist. Und bin ringsum und konnte dann den Mann können zum Auto ausziehen, konnte das Messer wegnehmen und dann am Boden drücken. Das ist natürlich nicht auf eine solche Situation, ist man nie vorbereitet natürlich. Und ich wusste, es muss schnell gehen, weil die Frau hat wirklich nicht mehr gut ausgesehen. Und ja, ich denke, es ist schon mehrere Sekunden gegangen in dem Moment. Ja. An dem Abend hatte ich recht Mühe gehabt, um das Ganze ein bisschen verschaffen. Man ist dann immer noch ein bisschen voll Adrenalin und es geht schon zwei, drei Tage, bis man sich ein bisschen wirklich Gedanken machen kann, was überhaupt passiert ist.